Hallo Leute, Sunny hier von The Android Device. Heute mit Viper DHD in der Version 2.0. Gestern erschienen das Update zu 2.0 mit vielen Modifikationen. Ich habe ein bisschen mal was gemacht hier. Also als erstes haben wir schon mal hier den Endsperrscreen, der ist für Sense 4 natürlich nicht üblich. Das ist wie gesagt einmal der Homescreen hier und wie gesagt, ich habe schon ein bisschen was so rumgeguckt, rumprobiert, rumgemacht. Wir haben hier natürlich unsere ganz normalen Sense 4 Features bzw. Sense 4.5 und Sense 4 Plus Features. Unter anderem hier auch ein bisschen neuer Music Player und ein bisschen was Neues im Design hier. Hier haben wir das neue Widget, wo wir hier ein paar Apps hinzufügen können und so weiter. Also das übliche, einmal die Kamera testen, ob die funktioniert. Schaut gut aus, würde ich sagen. Löst aus, alles klar. Ja, ich fange jetzt erstmal an, hier euch die ganz normalen Apps zu zeigen. Wie ihr vielleicht hier schon seht, ist hier der App Drawer im Hintergrund etwas anders. Dazu komme ich dann gleich noch. Wir haben ja an sich nicht viele Apps, unsere haben wir immer das Addaway, das heißt hier sowas wie so ein Antivirenprogramm, Adblocker ist es. Alben App Installer, der checkt eure SD-Karte nach Apps und dann könnt ihr die halt automatisch anklicken, auswählen, um die zu installieren. Standard-Apps hier, so wie Facebook und File Explorer. Ich fange jetzt erst einmal an mit dem Venom Hub. Wie gesagt, also wir haben hier wirklich viele Optionen, um diese Customization durchzuführen, beziehungsweise einfach ja unsere ROM, das Aussehen noch mehr anzupassen, als wir eigentlich auch schon können. Hier haben wir ganz oben ganz normal News, wenn irgendwas rausgekommen ist über die Leute, irgendwas Interessantes. Also es werden mehrere Handys unterstützt. Ich glaube, das hat jetzt hier One X und One S auch. Ich bin mir da aber nicht sicher. Ich habe leider keine Liste gefunden, um zu sehen, welche Handys unterstützt werden. Da müsstet ihr euch einmal bei XDR umschauen. Aber wir gehen mal weiter zu Icon Packs for Sense. Es dauert immer so einen kleinen Moment. So, das sind wie gesagt solche Icon Packs. Das heißt, damit können wir, wie wir gerade im App Drawer gesehen haben, unsere Icons ändern. Wenn wir draufklicken, kriegen wir dann eine kleine Vorschau oben. Das sehen wir da. Ich weiß nicht, wie gut man das erkennen kann. Ne? Das können wir dann dort runterladen und hier steht auch, wie wir das Ganze auswählen können. Skins haben wir natürlich noch da. Venom Black beispielsweise habe ich jetzt genommen, aber ich glaube nicht installiert. Go to Homescreen, Press Menu, Skin, alles klar. Reservieren. Genau. Und dann haben wir hier die Oberfläche, die wir dann auswählen können. So, dann haben wir das Ganze jetzt nämlich hier in so einer schönen Matt-Optik. Wer es mag, wer es nicht mag, muss man halt selber abbiegen können, ne? Ich gehe jetzt einmal weiter zurück. Und zwar, dann haben wir noch weiter Themes für die Statusbar oben. Das heißt, wir können uns jetzt beispielsweise, irgendwas hatte ich schon mal runtergeladen. Ich glaube, das war der hier. Hier sehen wir dann auch so eine kleine Vorschau wieder. So, wir haben auch weiter Operator-Logos, das heißt, er lädt dann ein Paket runter, ich habe das schon gemacht, deswegen geht das gerade so schnell. Und hier sind ja weltweit, ich weiß nicht wie viele Anbieter von eurem Netz, also Telefonanbieter. Ich habe ja beispielsweise O2 jetzt. Und wenn wir das herunterlassen, das können wir also auch modifizieren, dann sehen wir dann hier oben O2 beispielsweise das Logo oder Vodafone oder Base oder wer auch immer was hat, ne? Also hier T-Mobile und sowas. Also das Wichtigste vom Wichtigsten ist glaube ich dabei. Unity Media sogar. Backgrounds, wie wir gerade eben gesehen haben, das war das, was ich euch gezeigt habe mit dem, ich habe ja diesen Background hier genommen, diesen Serenity nennt er sich hier. Das ist im App Drawer, können wir das auswählen oder für den Hintergrund hier. Das heißt, ich könnte den jetzt auch genauso hier auswählen für Notification. Und dann habe ich den auch hier. Ist eigentlich eine schöne Sache. Ja, wie man vielleicht auch sieht, habe ich auch andere Fonts hier natürlich hinzugefügt. Das ist bei mir dieser sogenannte Veggie Burger. Hier haben wir auf jeden Fall ein paar Fonts zur Auswahl. Das heißt, die ganze Schriftart und alles ändert sich, wird optisch ein bisschen schöner für uns. Und wir haben noch zwei Add-ons. Modded YouTube. Ich weiß nicht genau, was da jetzt noch drin ist. PlayStation Store. Das heißt, ich denke mal, erweiterte Features, irgendwas. Müsste man sich mal umsehen.
Und weiter geht's zu den Random Tweaks. Hier könnt ihr halt den. Control, also vom Cyan Augenmod. Das heißt, wir können jetzt ganz einfach unsere Auto Brightness manchmal aus. So, und jetzt kann ich einfach nur, indem ich jetzt oben links gedrückt halte und nach rechts ziehe, also nach links wird es dunkel und nach rechts wird es hell. Also eigentlich ein ganz interessantes Feature, wenn man gerade so draußen ist und vielleicht in verschiedenen Beleuchtungen zu kämpfen hat, dann kann man das, wie gesagt, dann einfach hier oben gedrückt halten. Ups. Na, dunkel, hell.